Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Es ist wieder soweit, ein weiterer Roadtrip steht an und diesmal an meinen Traumwunsch-Wohnort in den USA. Beziehungsweise, ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich mein Traumwunsch-Wohnort ist, weil ich war noch nie dort. Und ich habe nur Bilder gesehen, Videos gesehen und es sieht einfach unglaublich schön aus. Die Häuser dort sind sehr schön, auch sehr teuer. Es ist keine günstige Gegend, ich sage euch das schon mal vorweg. Aber wir werden jetzt zusammen herausfinden in den nächsten Tagen, ob es wirklich so schön ist, wie ich es mir vorstelle. Es geht diesmal zum Lake Tahoe in Nordkalifornien. Es geht also in die gleiche Richtung wie Oregon, wo wir letztes Mal waren, vor 1-2 Monaten. Wir werden diesmal nicht den gleichen Weg hochfahren. Letztes Mal sind wir auf der 5 hochgefahren, Highway 5. Diesmal geht es über die 14 und dann die 395 hoch. Das heißt, ich weiß gar nicht, was uns erwartet jetzt auf dem Weg und wie die Natur aussehen wird aus dem Auto. Eins sage ich euch schon mal, ich werde das hier in den nächsten Tagen nicht vermissen. Los geht's in die Stille, in die Natur von Nordkalifornien. Meine Freunde, was fällt euch hier an dieser Tankstelle auf? Guckt mal ganz genau hin. An keinem einzigen Produkt ist ein Preis dran. Ja, ihr seht es richtig. Es ist etwas sehr Übliches hier, dass Tankstellen, gerade die, die auf der Autobahn sind, zwischen Städten, kein Preis an irgendwas dran ist. Aber selbst in Los Angeles ist es teilweise so. Und wieso machen die das? Ich meine, ich habe es jetzt nicht nachgeforscht, aber ich kann mir denken, dass es einfach so gemacht wird, damit die Leute die teuren Sachen kaufen. Damit sie nicht gucken, hey, was ist das günstigste? Welcher Energy Drink ist im Angebot? Welcher kostet am wenigsten? Und es ist echt eine üble Taktik. Und dazu habe ich noch eine krassere Story, die ich jetzt erzählen werde, während noch weitere schöne Aufnahmen hier gerade laufen von der Autobahn. Ein Freund von mir hat mal hier in einem Nahrungsergänzungsmittelgeschäft gearbeitet, und zwar in einem großen, von einer sehr renommierten Firma. Da ist mir mal aufgefallen, als ich mal da war, dass auch an keinem Produkt ein Preis ist. Und ich habe ihn mal gefragt, wieso, was soll das? Und er hat mir tatsächlich erzählt, dass sie teilweise an der Kasse entscheiden, je nach Kunde, welchen Preis zum Beispiel ein Protein kosten wird. Wenn sie sehen, oh, der Kunde hat keine Ahnung, sie sieht aus, als würde er gerade anfangen mit dem Training, der weiß nichts von Fitness, dann ist der Preis höher als bei einer anderen Person. Das ist echt eine ziemlich miese Taktik. Ich weiß nicht, ob sie jetzt an Tankstellen auch zu machen. Klingt ziemlich illegal, aber es wird teilweise wirklich hier gemacht. Ja, vor einer Stunde noch in der Wüste gewesen und jetzt ist man schon wieder im Schnee. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt in der Kamera sieht, aber okay, da sieht man eindeutig den Schnee und es schneit sogar gerade. Und diese ganze Strecke jetzt, ungefähr 6 Stunden bisher gefahren, ist wirklich mehr oder weniger so eine Einöde. Die typische kalifornische Wüste, Sierra. Und für mich, ich bin ja schon mittlerweile an so eine Gegend gewöhnt, aber ich denke, für jemanden, der hier gerade zum ersten Mal ist und im Urlaub ist, das ist wirklich eine interessante Strecke, gerade aus dem Grund, weil es ist wirklich Wüste, 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 Sierra. Und dann plötzlich mittendrin ist einfach
Grünfläche, wo dann auch immer diese typischen Kleinstädte gebaut sind, die so wirklich typisch Western-Stadt noch aussehen, aber ein bisschen moderner, hatten wir dann auch schon in den Oregon-Vlogs gesehen, diese typischen Kleinstädte. Und ja, dann mache ich mal kurz hier zu, weil es ist gerade, ja, 3 Grad oder so mittlerweile hier. Auch schon wieder in 25 losgefahren, jetzt bei 3 Grad. Gerade teilweise habt ihr das gerade gesehen. Es gibt da diese, man fährt durch die Sierra, durch die Wüste, sieht aber diese Grünfläche, wunderbare Grünfläche, dahinter gleichzeitig Felsberge und dahinter ist dann plötzlich Schnee. Diese ganze Strecke von Los Angeles nach Lake Taos 8 Stunden lang. Wir haben noch so 2 Stunden vor uns und mal gucken, was da jetzt noch kommt. Aber ich werde jetzt erstmal eventuell ein Snowboard kaufen gehen. Denn man kann in Lake Tahoe ja auch Snowboard fahren. Die Snowboard-Saison ist noch genau 4 Tage. Das ist zwar relativ teuer, kostet wahrscheinlich $100-150 für den Tag oder so. Aber vielleicht gönne ich mir das dann mal. Und ich werde mir versuchen, so das günstigste Snowboard, das es gibt, zu kaufen. Wir sind gerade in Mammoth. Übrigens Mammoth Lakes, das ist eins der beliebtesten Skigebiete mit Lake Tahoe und Aspen natürlich und Big Bear. Wenn ich jetzt kein günstiges Snowboard finde, dann lasse ich's. Aber ich gehe mal rein, weil kalt. Ja, leider kein Snowboard gefunden in meiner Preiskategorie. Natürlich gibt es da so einige Snowboards, aber in Lake Tahoe gibt's, meinten die auch da, die waren sehr nett. Die waren echt nicht wirklich typische Verkäufer, sondern so, ja, okay, ja, in Lake Tahoe gibt's auch viele Snowboards. Ihr könnt ja da einfach dann eins leihen oder kaufen. Okay, alles klar. Da gucke ich nochmal und wenn nicht, dann eben nicht. Dann werde ich mir eins für die nächste Saison dann holen. Jetzt geht es weiter, aber erstmal gibt es wunderschönes gelbes Thai Curry. Vielen Dank an Thailand, dass ihr dieses Gericht erfunden habt. Eins meiner Lieblingsgerichte. Ebenso Chicken Tikka Masala. Danke an Indien, dass ihr dieses Gericht erfunden habt. August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. Witzig, weil ich hab das auf der Karte gesehen und dachte, oh, da ist ein See, vielleicht halte ich da an. Dann habe ich nach Bildern geguckt und dass er relativ uninteressant ist. Aus was interessant ist, ist, dass es ein Natronsee ist. Wie das entstanden ist, könnt ihr selber googeln, gebt einfach Monolake ein. Da kenne ich mich nicht mit aus und habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Es sieht einfach so viel cooler aus, als ich auf den Bildern gesehen habe. Guckt euch das an, hier die Fußspuren, wie die aussehen. Ja, muss ich selber nach der Erklärung gucken, was das ist, wie das entstanden ist, dass diese Verfärbung hier kommt. Und dann dieser See, das ist echt cool. Also sieht viel besser aus, als ich gedacht hätte. Auch wieder das perfekte Schuhwerk dabei für diesen Matsch. Schlau. Ja, hier haben wir Salz. Macht Sinn. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Es riecht auch wirklich, als wäre man am Meer gerade. Das riecht wie am Ozean. Wie in der Nordsee, du. In this dark night, it's too hard for me to say now if the rays of hope shine again someday, and if I might be spared as the tempest starts to swell. At this point it's just too dark to tell. Was the stars guiding me to God's shores now? Was the devil set me drifting once more? Will these clouds ever lift? Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbringen.
und so ein bisschen den See erkunden und diese ganze Landschaft hier. Aber es wird bald dunkel und wir wollen ankommen, bevor es dunkel wird diesmal. Dieser Monolake ist direkt neben der Straße, wo man sowieso lang fährt. Das heißt, das ist ein Umweg von 10 Sekunden. Da ist die Straße. Also lohnt sich, schaut vorbei. All is well. I once was found, now again I'm lost. On merciless waves I am tossed. I would tell you of his grace and how it was I fell. But some tales are just too dark to tell. Wir sind gerade in Nevada. Wir haben gerade die Grenze überquert. Allerdings sind wir am Ende wieder in Kalifornien. Denn Lake Tahoe ist halb in Nevada und halb in Kalifornien. Und wir sind, unser ja, Hotel in Anführungsstrichen, ist auf der Kalifornienseite. Wolken an, die da auf den Schneebergen sitzen. Hammer. If these green eyed blues would lighten up. Frische Luft. Am Lake Tahoe angekommen. Ihr seht ihn hier hinter mir. Und ich muss sagen, er ist auf jeden Fall sehr viel größer, als ich gedacht hätte. Wusste natürlich, dass es ein großer See ist. Aber es sind tatsächlich ganze 116 Kilometer um den See herum. Leichter Sonnenuntergang, leichtes Rot. Natürlich ein bisschen stark benebelt, muss man sagen, heute, aber das wollte ich einfach wenigstens schon mal ein bisschen Lake Tahoe heute drin haben. Und wir sehen uns jetzt nochmal vom Zielort wieder für ein kleines weiteres Gespräch. Eigentlich hätte ich an der Stelle auch schon das Outro machen können, aber jetzt habe ich tatsächlich doch noch eine kurze, witzige Geschichte, die ich kurz anteasern kann. Das nächste Mal werde ich dann die ganze Geschichte erzählen. Naja, es ist gerade 11.16 Uhr, wir sind hier um 9 Uhr angekommen, kommen an und haben ein richtiges, naja, dreckig, alt und einfach nur unschön. Das Hotelzimmer komplett anders. Stellt euch vor, es ist ein Fitnessmodel und im Internet mit anabolen Licht, mit Photoshop, mit Babyöl eingeschmiert. Und dann kommt man an und der Typ hat seit anderthalb Jahren nicht trainiert und so sieht dann die Person aus. Das ist irgendwie ein komisches Beispiel, merke ich gerade. Aber ja, wirklich, erstmal momentan sind hier Pool, Hot Tub, Fitnessstudio alles noch gesperrt. Regulierung, ihr wisst wieso. Aber gleichzeitig ist das ganze Hotel ausgebucht. Unser Zimmer, was alles nur quasi in einem Zimmer war, Bett, Mini-Mini-Küche, alles in einem Zimmer, so wie so ein kleines Hotelzimmer halt. Und dann eine Tür zum Nachbarzimmer. Und die Tür hat dann aber so einen Schlitz unten offen. Und man hört jedes einzelne Wort vom Nachbarzimmer. Jedes einzelne. Man hört das. Wir sind reingekommen und haben das Essen von den Nachbarn gerochen. Leider dann auch noch laute Gäste als Nachbarn. Und das wird online als Luxury, als Luxus vermarktet. Und dann kriegt man da sowas. Sorry, es ist gerade schon ziemlich spät. Wie gesagt, jetzt 10 Stunden unterwegs gewesen. Und ich muss das Video gleich noch schneiden. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann beschwert, beziehungsweise ich, auf deutsche Manier, das geht gar nicht und so. Und auf einer Seite mit der Regulierung so sein, auf der anderen so. Und jetzt haben wir ein Upgrade bekommen, beziehungsweise hätten wir auch nicht bekommen sollen. Aber der an der Rezeption gearbeitet hat, meinte nur, er hat sowieso keinen Bock mehr hier zu arbeiten. Und es kann sein, dass er dafür gefeuert wird. Also Shoutout an den jungen Mann, der dort saß und meinte, ja hier. In einem anderen Gebäude, das ist quasi ein anderer Teil des ganzen Hotels. Und das Zimmer ist ungefähr 6-mal größer und ich zeige es euch dann in einem anderen Video. Außer wir sind bis dahin schon rausgeworfen worden. Ich habe nämlich gerade Angst, dass da morgen früh jemand klopft und sagt, was machen Sie denn hier? Raus! Kurz nach 11.
Und der Vlog muss aber morgen hochgeladen werden, weil Zeitplan. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Wenn man sich einmal einen Zeitplan setzt, dann sollte man ihn auch einhalten. Deadline, auch wenn es heißt, dass man immer lange wach ist. Weil wenn man einmal sagt, ja, dann mache ich halt morgen, dann lade ich halt Freitag hoch, dann kann man ganz schnell wieder in so ein Muster verfallen, dass man sagt, okay, dann habe ich jetzt doch kein Content, dann lade ich halt in einer Woche hoch und so weiter. Also so ist es nun mal, trotz Urlaubes. Also vielen Dank an alle Patreonen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video am Sonntag mit dem weiteren Bericht und weiteren Impressionen aus Lake Tahoe. Auf Wiedersehen. Peace.